Hallo und herzlich willkommen im Wunderkessel. Ich bin Kai und heute habe ich für euch eine Spezialität mitgebracht, nämlich Cevapcici. Und dazu machen wir einen Gemüsereis, will ich mal sagen. Tomaten-Gemüsereis, das passt sehr gut dazu. Alles, was ihr braucht, ist Hackfleisch. Da nehme ich am besten 500 Gramm Rinderhackfleisch, Zwiebeln kleingehackte, ein bisschen Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Und ich habe das jetzt auch ohne euch schon, weil leider hatten wir einen kleinen Aussetzer mit der Kamera, hier im Topf vorbereitet. Das heißt, ich habe zuerst die Zwiebeln reingeworfen, habe die auf Stufe 7, 4 bis 5 Sekunden klein gehäckselt. Dann das Hackfleisch dazu, Kreuzkümmel, Pfeffer, Salz und dann eine Minute in der Teigstufe miteinander vermischt. So, das ist das, was ihr jetzt alles schon verpasst habt. Aber ich denke, das ist Basiswissen. Ansonsten ladet euch die PDF runter. Der Link ist in der Videobeschreibung und da steht auch noch mal alles 1:1 drin. Weiter geht's mit Folgendem. Ich habe hier 100 Gramm geröstete Paprika. Die gibt es im Glas beim Feinkostladen. Die hat den Vorteil, dass die wirklich sehr rauchig schmeckt. Das ist wirklich was sehr, sehr Leckeres. Die habe ich in kleine Stücke geschnitten, kommt zu unserem Hackfleisch dazu und ebenfalls in kleine Würfelchen geschnittener Feta, auch 100 Gramm. Und dann das Ganze nochmal mit der Teigstufe 30 Sekunden vermischen. So, damit ist unser Hackfleisch, Paprika, Feta Misch fertig und daraus formen wir jetzt Cevapcici. Wie gesagt, ihr könnt auch Bällchen draus machen, aber Cevapcici sind halt eben so kleine Würste, Hackfleischwürste. Ja, die legen wir in den Varoma und in den Varoma Einlegeboden und ich muss jetzt mal überlegen, wie groß man die am besten macht. Ich denke mal nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, dass die ordentlich aussehen. Ich denke, das müsste so. Ist vielleicht ein bisschen zu dick, dann lieber ein bisschen weniger. So diese Größe, sonst wären die nicht richtig gar. Also ich denke, das ist eine ordentliche Größe. Wie gesagt, einfach in den Varoma und in den Varoma Einlegeboden rein und ihr habt den Vorteil, ihr könnt jetzt vorspulen, braucht ihr aber nicht. Wir schalten kurz ab und wenn ich fertig hier mit Wursteln bin, dann melde ich mich nochmal. So, wir haben jetzt hier unsere Cevapcici fertig, also das passt genau rein. Übrigens klingt Hackfleischröllchen natürlich noch besser als Hackfleischwürstchen, hat man mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Das stellen wir kurz zur Seite und bereiten jetzt den Reis vor. Ja, dazu nehmen wir einfach 50 Gramm Tomatenmark. Insgesamt brauchen wir 100 Gramm Tomatenmark. Ich habe den Kessel, um ehrlich zu sein, jetzt auch nur grob ausgewaschen, aber das ist ja nicht schlimm, weil wir kochen da jetzt eh nur den Reis drin. Also 50 Gramm Tomatenmark, einmal kurz tare. 40. 50. Ha! Exakt. Ein Esslöffel von unserem Suppengrundstock, dann ein klein bisschen Paprikapulver, so ich würde mal sagen ein halber Esslöffel voll Paprika rosenscharf. Dann haben wir hier den Gareinsatz, da kommen 220 Gramm Reis rein. Ich habe jetzt den normalen Langkornreis genommen und 1200 Milliliter Wasser oder 1200 Gramm Wasser. Muss ich jetzt zweimal nachfüllen. Ist aber auch nicht so wichtig, wie viel das ist, denn beim TM31, da nehmt ihr besser nur einen Liter, also 1000 Milliliter Wasser. Ja, ganz wichtig, weil der TM5 ist ja ein bisschen größer als das Vorgängermodell. So, ja, komm, wir machen noch 200 Gramm drauf oder 200 Milliliter. Das sorgt immer wieder für Verwirrung im Forum, warum ich immer Gramm sage, aber das liegt einfach daran, weil die Waage vom Thermomix ja auch nur Grammzahlen anzeigt. Deswegen sage ich lieber Gramm als Milliliter, aber das ist ja adäquat. Deckel drauf. Jetzt verteilen wir noch 70 Gramm Tiefkühlerbsen hier so um diese Cevapcici rum. Die dünsten wir dann gerade noch mit.
Das ist nicht viel, 70 Gramm, aber das ist eigentlich auch ja, mehr so, ich sag mal, für die Farbe. Ja. Ich verteile mir jetzt einfach hier noch drauf. So, das Ganze oben drauf und dann 25 bis 27 Minuten, müsste man nachher mal gucken. Also nach 25 Minuten mache ich mal den Test in der Varoma-Stufe 1 das Ganze garen. Und dann machen wir die Soße. Während unser Cevapcici jetzt vor sich hin gart, habe ich schon mal eine kleine Dose Mais abgetropft. Das brauchen wir jetzt gleich auch noch für den Gemüsereis. Und 4 Tomaten habe ich hier. Das sind so 380, 400 Gramm, das reicht. Und die schneiden wir jetzt noch, gleich mit einem ganz großen Messer, in kleine Stücke. Leute, 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 es ist soweit. Unser Cevapcici ist fast fertig. Aber nur fast. Wir müssen ja den Gemüsereis noch machen. So sieht das aus. Ich finde es total klasse. Sind natürlich nicht gebraten. Ne? Man kann die ja auch braten, aber das kann der Thermomix nicht. Aber so ist die Zubereitung natürlich sehr schonend. Ich stelle jetzt die Cevapcici erstmal warm. Da wir aber die Erbsen brauchen, ja, mache ich die Cevapcici einfach mal auf einen großen Teller und stelle die noch in den Backofen, während wir uns um den Gemüsereis kümmern. So, die Cevapcici stehen warm. Den Reis habe ich in die Schüssel umgefüllt, Entschuldigung, die Erbsen habe ich in die Schüssel umgefüllt. Da kommt jetzt auch unser Reis dazu. Und den nehmen wir natürlich hier mit dem Spatel raus. Da hat sich jetzt natürlich viel von dem Cevapcici Sud, Saft, was auch immer, drin gesammelt, was da so runtergelaufen ist. Und das füllen wir da jetzt alles ein. Von der Garflüssigkeit hier unten, das ist jede Menge, brauchen wir 150 Gramm, also 150 Milliliter. So, und den Rest, so leid mir das tut, müssen wir leider entsorgen. Die Garflüssigkeit kommt jetzt nochmal zurück in den Mixtopf. Dann kommen die restlichen 50 Gramm Tomatenmark dazu. Ein wenig Pfeffer und Salz. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe keine Lust, dass die Cevapcici kalt werden. Die riechen so gut. Die sind mit Sicherheit großartig. Das Ganze 3 Sekunden Stufe 5 miteinander vermischen. So, jetzt kommen der Mais, der Dosenmais und die Tomaten dazu. Und das Ganze wird dann 3 Minuten in der Varoma-Stufe eins miteinander vermischt und erwärmt. Also nochmal, 3 Minuten, Stufe 1, Varoma. So, Reis und Erbsen können wir schon mal miteinander vermengen. Das sind jetzt nicht viele Erbsen. Ich habe eben gedacht, man hätte eigentlich auch, ja, man hätte auch Dosenerbsen nehmen können. Ne? Die hätte man dann nicht im Varoma noch irgendwie mit warm machen müssen. Aber wir halten uns strikt an die Rezepte aus unserem Wunderkesselforum. Wenn ihr das Wunderkesselforum noch nicht kennt, dann solltet ihr euch da auf jeden Fall anmelden. Denn das ist das große Kochforum mit Herz rund um den Thermomix und ganz, ganz tolle Rezepte findet ihr da. Und natürlich alles, was wir hier ausprobieren, stammt aus unserem Wunderkesselforum. Also auf jeden Fall anmelden, ja? Nachdem ihr den Kanal hier abonniert habt. Und dann seid ihr eigentlich, was kreatives Kochen mit dem Thermomix anbelangt, bedient. Ja? Mehr braucht kein Mensch. So, unsere Tomaten und unser Mais ist jetzt erwärmt. Und boah, das sieht total gut aus. Das kommt jetzt hier zu unserem Reis dazu. Schön auch, dass die Tomaten noch schön stückig sind. So, das Ganze miteinander vermischen. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an den Tomatenreis, den meine Oma immer gemacht hat früher. Da gab es immer Tomatenreis, immer dienstags.
gab es immer Tomatenreis. Die hat so ein paar Gerichte gehabt, die hat die immer gemacht. Tomatenreis, Selleriesalat. Das sind so Sachen, da erinnere ich mich noch dran. Cevapcici hat sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber dafür habe ich die gemacht. Dann machen wir jetzt mal direkt eine kleine Kostprobe. Ja. Ich glaube, ich nehme immer noch einen größeren Löffel irgendwo. Haben wir welche? Weiß nur nie wo. Da. Und das sieht doch klasse aus. Schön bunt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, da kann man jetzt noch irgendwie ein bisschen Schmand dazu machen oder so mit Paprikapulver, um das Ganze hier noch so ein bisschen aufzupeppen. Oder was auch gut passen würde, wahrscheinlich ist diese, wie heißt denn diese Paprikasoße, die scharfe, Ayva oder so heißt das. Ja, habe ich beim Türken schon oft gesehen und auch gegessen. Das passt, glaube ich, auch sehr gut zu den Paprika, die da in den Cevapcici drin sind. So, und jetzt muss ich essen, weil es riecht absolut fantastisch und die sind auch richtig, richtig gut in die Cevapcici. Also sieht zwar außen noch schon ein bisschen trocken aus, sind sie aber nicht. Durch den Käse innen und durch diese Paprika sind die richtig schön saftig innen. Genial. Absolut so, wie sie sein sollen. Der Reis mit dem Gemüse, toll. Denn die Tomaten, die sind noch nicht so durchgekocht. Also die haben noch wirklich was Knackiges und der Mais auch. Also ich finde die Kombination absolut spitze. Ich würde wirklich noch irgendwie ein Sößchen dazu machen. Also Schmand, wie gesagt, oder dieses Ayva, das kann man auf jeden Fall noch dazu servieren. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie sowas wie Ayva in der nächsten Folge. Aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich habe und mit dem, was ich jetzt gleich essen werde, nachdem ihr abgeschaltet habt. Bevor ihr das tut, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Sag bis dahin tschüss und guten Appetit.